Willkommen zur 11. Folge von Dishonored, Death of the Outsider. In der letzten Folge haben wir den guten Shanyun hier, der immer noch mit ein bisschen Kack im Gesicht hier rumliegt und chillt, ausgeschaltet. Ungewöhnlicher Tresor, aber ich habe schon viele geknackt. Ja. Sollte also zu schaffen sein. Das kommt natürlich auch mit einem gewissen Delay, ja, also ist natürlich ein bisschen sehr seltsam, dass sie jetzt über diesen Tresor spricht, wo sie ihn schon geknackt hat, aber egal. In der letzten Folge haben wir Tresor geknackt. Wir haben einen Schlüssel von zweien gefunden bzw. erhalten, die wir brauchen, um ein Schließfach in der Bank zu öffnen mit geheimem Inhalt. Kennen wir noch nicht, vermuten, da ist dieses Zwillingsmesser drin. Und ja, den zweiten Schlüssel hat dieser Ivan Jacoby, dieser Statthalter. In der letzten Folge habe ich ja vermutet, dass hier irgendwie eine Geheimtür hinter ist. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon wissen und sich denken, ja lol, da ist doch keine Geheimtür hinter. Ist richtig. Ich will es nur nochmal für die Leute zeigen, die es vielleicht nicht wissen. Hinter dieser Tür ist kein Geheimgang, nein, hinter dieser Tür geht es einfach hier oben, das hier ist diese Tür, und hier zum Spectre Club. Das ist aber halt nicht der offizielle oder der Haupteingang zum Spectre Club. Da will ich jetzt auch rein, aber wie gesagt, wir versuchen es erstmal mit dem Haupteingang. Wir haben ja auch, wenn ich mich recht erinnere, zwei Missionen im Spectre Club. Zum Oren-Syria-Bezirk. Zum einen haben wir doch, glaube ich, die Mission, diesen verlorenen Bruder, diesen Zahnarzt, zu finden und irgendwohin zurückzubringen. Und zum anderen haben wir den Auftrag, den Barkeeper eine Lektion zu erteilen. Das heißt, auch den Barkeeper eins irgendwie überzuziehen und irgendwohin zu bringen. Anscheinend sollen viele Leute irgendwohin. Aber solange wir dafür bezahlt werden, kann es uns ja egal sein. Ach, mal direkt gespeichert. So, zumachen, damit niemand die Alte sieht. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ich glaube, ihr könnt hier wirklich weg. Shanyun wird heute ganz sicherlich nicht im Schlafanzug an den Balkon kommen. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Ich muss nur diese Schicht überstehen. Die sind alle so... Dann kann ich mir einen schönen Krug im Papp bestellen. Die sind alle so unglaublich freundlich und aufgeschlossen. Die halten sich wohl für besonders gefährlich, was? Ja, ne? Also... Schon so, also, na, da geht schon was. Okay, das hier haben wir auch an, noch nicht. Nach und nach fallen die alten Grenzen zwischen Lebenden und Toten, real und vergessen. Sie zerbeugen. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon gehört. Gut, jetzt gehen wir mal in den Spectre Club. Kennen wir das denn? Wollen Sie irgendwas? Ja, ich will. Was trinken? Rein. Ich will rein. Das Spectre ist ein Privatclub. Sind Sie Mitglied? Aber sowas von. Hier, alles klar? Ah, das konnte Eolina mal besser. Wie auch immer, Sie dürfen rein. Ja, das konnte sie mal besser. Wir haben ihm jetzt wohl unseren Tattoo der Augenlosen gezeigt. Na, alles klar? Und ja, das konnte die Elinia bestimmt besser stechen, aber wir haben es uns ja auch selber gestochen. Wir können jetzt hier natürlich erstmal schön in Ruhe ein bisschen rumeiern, gucken, ob es was zu holen gibt. Zum Beispiel da. Ja, tödliche Razzia haben wir auch schon gelesen. Mal gucken, wir sehen uns im Spectre Club. Exklusive Veranstaltung, nur heute Abend. Dramatische Ansprache von Ludovicia im großen Salon. Gristula Cider, Auburn Rumkühler, seltene Weine aus der Konos. Privates Zusammensein im Purpursalon für auserwählte Gäste. Ja, tödliche Razzia auch schon gelesen, sehr schön. Das kann ich einfach nehmen. Ich weiß ja nicht, ob das Sinn der Sache ist, dass ich das einfach so nehmen kann. Mal gucken, was habe ich jetzt gekriegt. Schränkt die Wahrnehmung von mit Weitblick markierten Zielen ein. Oh, das ist natürlich schön. Ja, das nehmen wir mal rein. Was haben wir noch? Zähigkeit, maximale Gesundheit wird erhöht. Das schadet auch nicht, tut uns nicht weh. Haben wir mal reingenommen. Vom Feinsten. So, Männer, was machen wir jetzt? Was hätten Sie denn gern? Tja. Ich bin zum ersten Mal im Spectre. Sie sollten wirklich die Sanguininfusion kosten. Die Spezialität des Hauses. Na gut. Was ist das? Whisky? Eine Art Trank? Wie Seuchengeist?
Ich werde mich wohl kaum dazu durchringen, einen Trank aus Kanalratten runterzuschlucken. Pandysianische Bullenratten. Aber nein, nicht so vulgär. Die Infusion ist ein blutrotes Elixier, das den Schleier zurückzieht und einen direkt mit dem Nichts kommunizieren lässt. Destilliert aus dem Blut von Sterbenden. Wirklich? Wie ungewöhnlich. Ich kann es kaum erwarten. Sobald Sie die Infusion gekostet haben, wollen Sie nie wieder gewöhnlichen Alkohol. Wie, das war's? Ja, okay. Ja, das ist destilliert aus dem Blut von Sterbenden. Sehr schön, lecker. Ein feines Abendessen. Dann eine Stunde schweigen, um uns auf das Nicht zu besinnen. Das macht sicher Eindruck. Das macht bestimmt richtig Eindruck. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal den Barkeeper gefunden, an dem wir ja später noch ran müssen. Stellt sich halt natürlich nur die Frage, wie wir an den am geschicktesten rankommen. Ohne wieder die ganzen Leute auf uns zu hetzen. Ja, erstmal das Gedudel hier aus. Ist das Okular zu verkaufen? Namen. Wenn ja, kommen Sie wieder. Nee, das aber Okular, das brauche ich noch. Death to the... Was steht da? Death to the Duke. Ah, okay. Mhm. Sind hier vielleicht auch noch wieder irgendwelche schönen Bilder, die wir in unsere Tasche wandern lassen können? Ich meine, die Leute hier verstehen doch eh nichts von Kunst. Das Bild haben wir auch in Dishonored schon zuhauf gesehen. Aha. Nee, da kennen wir keinen von. Ich habe gedacht, das sieht ja so speziell aus von der Farbe, dass sie da vielleicht wieder was zu sagen. Was würde ich geben, um einen der neuen Bosse vor Brianna... Delilah knien zu sehen. Ja, genau. Hier ist auch wieder eins der hübschen Bilder. Howlers in the Distance. Für die Leute, die das auch noch zwar nicht gespielt haben, die Heuler waren ja so eine Straßengang, so eine kriminelle Straßengang, mit der man sich da auch auseinandersetzen musste. Wir sehen uns im Spectre Club über dieser dämliche Zettel nur. Hier ist der Seuchengeist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich da hoch darf. Ein interessantes Okular. Hoffentlich nicht zu schmerzhaft. Ach was. Kenne ich sie? Nein, natürlich nicht. Boah, die ist aber schon ganz schön räudig, oder? Guck mal. Die hat schon alle erdenklichen Krankheiten. Das sind keine Tricks. Ich habe es letzte Hallo? Nacht gespürt. Hallo? Hatte überall Gänsehaut. Knopf, okay. Näher und näher. Was macht denn dieser Knopf? Wollen wir es mal gemeinsam ausprobieren, was der Knopf macht? Okay. Er hat das Ding gedreht. Kann ich das? Wir haben das Relikt und nur das zählt. Einfach mal mitnehmen. Angeblich ist es sicher verwahrt. Und was ist, wenn ich das da nehme? Das stört hier einfach keinen. Das ist ein schöner Club. Ich kann hier Knöpfe drücken, hinter dem Tresen rumlaufen, alles klauen. Ach, das ist so schön hier. Ja. Bringt es was, wenn ich da hochkomme? Nein, offensichtlich nicht. Da darf ich nicht rein. Ja. Da komme ich hiermit wahrscheinlich auch nicht durch. Nein. Und dann werde ich einfach mal schauen, ob wir nicht da hochkommen, Männer. Es hat ja niemand gesagt, dass wir hier nicht rein dürfen. Nichts, nein. There is only one way out of this world. Ich gehöre dazu, ich bin voll der Augenlose. Also, auf mich trifft es sogar eher zu als auf euch, weil ich meine... Ich habe ja nur noch ein Auge. Ich habe sie noch nie gesehen. Ups, das war die falsche Taste. Shit! Ich wollte klauen. Verdammt. Jetzt habe ich hier so eine Alte auf dem Arm. Shit. Verdammt. Die wollte ich gar nicht. Naja. Oma, eigentlich war das schon immer mein Fetisch. Ja, ich lüge jetzt gerade. Omas ein bisschen würgen, das war schon immer mein Fetisch. Da geht mir einer bei ab. Was ist denn das für ein abgefahrenes Bild, bitte? Captain Banda's Last Ride.
der sitzt auf so einem... Das ist aber auch schon sehr geil. Er sitzt auf so einem Wagen drauf und verbrennt. Dann haben wir hier Sekunde Legends. Okay, die Bilder scheinen alle in Anführungsstrichen normal zu sein. Mit denen können wir nichts weiter anfangen. Apartment in Karnaka, Midday. Das ist auch schön. Hier haben wir auch nichts mehr zu holen. Oh, exquisiter Schmerz. Der Schleier hebt sich. Ja, wie auch immer. The Lost Ship Returns. Haben wir hier was? Nee, die sind aber echt nicht besonders reich, ne? Also nicht gerade in Geberlaune. Ah, das sieht aus wie so ein leeres Eddermeier. Eine Eddermeier-Tinktur, eine leere. Die Karten sind kaum gemischt. Ich habe nichts. Du blöffst doch. Oh, kannst du jetzt etwa Gedanken lesen? Und wenn so wäre. Du weißt doch, was wir im Konservatorium gemacht haben. Schade, dass das Orakulum zerstört ist. So ein herrliches Gerät. Ich erinnere mich. Aber hat es echt funktioniert? Schwer vorstellbar, dass sich der Orden des Orakels so manipulieren ließ. Ich habe es gesehen. Ein mächtiges Gerät, das den Geist der Lebenden durch Leichname kanalisierte. Wir sahen Gedanken, Träume, legten ihnen Worte in den Mund. Ich will mit Froschinnereien das Wetter vorhersagen. Ja, hatte bisher aber nicht gut, viel Glück. Was für ein Themenwechsel. Ich kann mit dir üben, wenn du mich gewinnen lässt. Das hier nehmen wir mal mit, endlich mal was zu holen. Überall private, private, private. Ist das hier auch private? Ja. Das heißt, da müssen wir überall rein. Denn wo es verboten ist, reinzugehen, ist es ja immer am interessantesten. Okay. Möglicherweise haben wir den Raum gefunden, in dem der Bruder aufbewahrt wird. Audiograph. Exsanguinierung Nummer 33. Die Blutpumpe läuft nun. Sie wird Tropfen um Tropfen abzapfen, bis sie tot sind. Sie müssen nicht zur Tür schauen. Es wird niemand kommen. Der Spectre Club ist leer. Bis auf uns. Eine Reise ins Nichts. Nicht gemeinsam, natürlich. Sie gehen jetzt. Ich besuche sie später. Ich behalte Blut von ihren letzten Momenten für eine persönliche Transfusion. Als Leckerbissen. Ich will sehen, wie sich der Schleier teilt. Bitte? Oh, sie stammeln. Keine Angst. Das gehört zum Sterben dazu. Der Geist erbricht die kläglichen Trümmer unvollendeter Pläne und schafft Platz für Mysterien. Ah, sie werden blass. Sie zittern, weil das warme Blut sie verlässt. Wie fühlt sich der Tod an? Was sehen sie? Den Outsider? Was sagt er zu ihnen? Sprich schon! Nicht Theresia? Was soll das heißen? Ist das ein Blick in die Zukunft? Was siehst du? Antworte! Nein, stirb noch nicht! Sag's mir! Was siehst du? Was siehst du dort? Ja. Okay. Hier Vampire für Arme. Die haben hier also irgendwelchen Opfern das Blut abgezapft. Für ihren tollen Cocktail da. Ja, okay. Und wollten dann hier noch unbedingt wissen, was die angeblich im Tod sehen und ob es der Outsider ist. Aha. Also wenn ich hier jetzt aufmache und mich dann dahinter nicht teleportiere und mich jetzt ein bisschen würge, dann kriegst du das nicht mit, richtig? Vielleicht bist du ja dieser hässliche oder der kranke Bastard, den wir da gehört haben. Das ist doch der Bruder, oder? Ja, das scheint so dieser Typ zu sein. Boah, die ziehen jetzt... Vielleicht wissen sie, wie es den anderen geht. Heftig, ey. Ach, das Ding ist kaputt gegangen. Okay, ups. Das scheint auf jeden Fall, denke ich mal, vom Bild her. Die Koteletten, lass uns mal vergleichen. Kommt hin, oder? Der verschwundene Bruder. Das kommt hin. Den lassen wir also nicht sterben. Das ist unser Auftrag.
ihn zurückzubringen. Genau, das war das Wort, das ich nicht gefunden habe. Voltaikschuss. Anweisung für die Blutpumpe. Warnung, Blutfluss nicht umkehren, solange noch mit Kunden verbunden. Um unsere Kunden die bestmögliche Sanguininfusion-Erfahrung zu ermöglichen, befolgen Sie diese Anweisung bitte sorgfältig. Vergewissern Sie sich, dass der sterbende Spender ordnungsgemäß betäubt wurde. Zweitens, schließen Sie den Spender an die Schläuche der Pumpe an. Unsere Kunden werden in der Lounge die Schläuche anbringen. Schalten Sie die Blutpumpe ein. Achten Sie darauf, dass die Sanguininfusion vom Spender zum Kunden fließt. Niemals umgekehrt. Warten Sie, bis der Spender tot ist, ehe Sie die Blutpumpe abschalten. Entfernen Sie den Spender und entsorgen Sie die Leiche. Ja, sehr lecker. Okay. Aber wir haben hier auch eine Menge Chloroform. Das ist schön. Was heißt eine Menge Chloroform? Eine Polychloroform, noch eine Polychloroform, drei Polychloroform. Doch, wir haben eine Menge Chloroform hier. Abhandlung über die physische Existenz einer Welt. Das habe ich schon mal gelesen in Dishonored 2, meine ich. Okay. Dann können wir auf jeden Fall nochmal Chloroform. Ja, leck mich fett, ist doch geil. Das werden wir dann auch gleich mal schön im Einsatz erleben, denke ich mal. Na, wer bist denn du? Ups. Ja, die hätte ich mir eigentlich krallen können. Die eiern da noch rum, ja. Guten Tag. Ja, hallo. Ach, die sind alle bewusstlos jetzt. Ach, das ist, was ich da... Shan Yan sagt, hier ist heute nur für geladene Gäste geöffnet. Irgendeine schicke Privatfeier. Das ist aber schade. So. Du kannst jetzt nämlich auch mal die Klappe halten, Beste. Was haben wir? Haben wir hier noch irgendjemanden? Ihr spielt noch Karten, ja? Alles klar, lasst euch mal nicht stören beim Kartenspielen. Ich möchte euch hier nur mal was zeigen. Ich habe hier nämlich was gefunden. Ja, genau so habe ich mir das nicht vorgestellt. Huhu. Darf ich reinkommen? Das ist nett, danke. Gibt es hier wenigstens irgendwo was zu holen? Zu Ivan Jacobis Büro, da wollen wir noch nicht hin. Schrank. Schrankschlüssel benötigt. Hm. Da liegt auf jeden Fall was hinter, was ich haben will. Grauer Wahlknochen. Wahlknochen. Bisschen Geld, nicht viel. Noch ein bisschen. Das Metronom können wir mal starten. Kein Gemälde bisher. Nicht viel Geld. Ja. Anführungsstrichen nur den Bruder gefunden. Diese ganzen Möchtegern-Anbeter hier mit ihren dämlichen rohen Wahlknochen. Der überhaupt gar keine Funktion hat. Diese Knochenartefakte, die ich ertrage, die macht man aus den Wahlknochen. Das sind solche Möchtegerns, die einfach nur mit den normalen Wahlknochen rumlaufen. Ich pack die einfach auch mal alle gesammelt wieder liebevoll in einen Raum. Falls hier irgendwo jemand hochkommt, der muss ja nicht gleich über seine Freunde stolpern. Das ist da meistens nicht so ein guter erster Moment, sage ich mal, um sich kennenzulernen. Und um die Freundschaft zu begehen. Hier ist auch nichts. Das leuchtet, das können wir mitnehmen. Und das leuchtet, das können wir mitnehmen. Das wollen wir auch gerne mitnehmen. Wir müssen nur noch rausfinden, wer den Schlüssel hat oder wo der liegt. Ich werde gleich mal die Weitsicht befragen. Oh, ihr könnt auch noch mal mitkommen. So. Und der letzte. Einfach eingeschlafen. Das muss sehr ermüdend sein, diese Infusion zu bekommen. So. Jetzt befragen wir mal das Orakel. Wo gibt es denn hier noch was? Umbraholz, Umbraholz, den Prisma, silberne Kriegsmedaille, genau. Seuchengeist, den brauchen wir nicht. Mhm. Pistole. Eine Umbraholz-Schnupftabakdose. Ja, schön, die hätte ich fast übersehen.
Das ist natürlich schön, nehme ich mit. 150 wert, fast so viel wie ein Gemälde. Hier ist auch nichts mehr. Hier wird es dann zu dem guten Shan Yun gehen. Das Brot braucht auch keiner mehr. Irgendwer hat aber noch einen Schlüssel. Ein Schlüssel für diesen Raum, da habe ich also für dieses Regal. Nochmal die Weitsicht benutzen, ist hier irgendwas? Flüstern aus dem Nichts. Aber ansonsten, solchen Geist hochprozentiger, nein, nein, nein. Da ist das Schwert. Ja, es war hier auch kein guter Ort, um das zu starten. Okay, aber unten sind noch die ganzen Leute. So. Wir haben auch gesehen, da war ein Tresor. Vielleicht, also in dem anderen Raum hier unten. Vielleicht ist ja auch der Schlüssel dort in dem Tresor drin, ne? Wer ist da? Wie, wer ist da? Ich bin da. Ich glaube, da war... Was hast du so? Die Zapfhähne werden gespült, daher kein Ale. Aber es gibt Whisky, Rum und Seuchengeist und Birnensprudel für die Nüchternen. Vielleicht können Sie mir was empfehlen? Kennen Sie schon die Sanguininfusion? Aber der Privatsalon oben ist erstmal ausgebucht. Kommen Sie wann anders wieder, wenn Sie interessiert sind. Aha, ja, dann gib mir doch mal so einen leckeren Seuchengeist. Sie verkaufen diese Rattenpisse? Der Seuchengeist ist eine Spezialität. Man gewöhnt sich dran. Ich möchte nicht reden. Nee, möchtest du nicht reden? Nur ein kleiner Hauch des Nichts. Also, ich war das nicht. Ist da jemand? Es ist so dumm. Ist da jemand? Nein, nein, hier ist überhaupt niemand. Ganze Vermögen. Ich bin dem inneren Zirkel nun näher, aber nicht nah genug. Aha. Ja, das auch noch. So, werden wir auch einfach mal hier gucken. Gibt es hier noch was Schönes für uns? Der Augenlose, die noch. Die beiden. Vielleicht kann ich ja irgendwie Lärm machen, hier hinten. Also erstmal werde ich hier Truthilde auch mal mitnehmen, ja. Ich will die auch nicht plündern, ich will sie tragen. So. Dann bringe ich die auch erstmal hoch. Die kann allerdings erstmal hier chillen in der Ecke. Ganz liebevoll. Ich hoffe, ist jetzt tot. Nein, sehr gut. Dafür ist jetzt um einiges länger bewusstlos, denke ich mal. Gibt es hier irgendwas, um Lärm zu machen? Aber vielleicht kann ich mir auch den Typen hier hinten erstmal krallen. Genau. Du bist erstmal der Erste, der hier einen Flattermann macht. Einfach eingeschlafen während des Dienstes. So. Wie machen wir weiter? Die gute Frau hätte ich auch Lust, mir auszuschalten. Ja, ich könnte vielleicht Chloroform von oben benutzen. Das hat ja an sich gut gewirkt, ne? So, aber eine Pulle Chloroform haben wir hier. Was? Ah, Badesalz, Mensch. Seht ihr? Badesalz und keine Badewanne. Das Chloroform ist eine schöne Sache. Das stelle ich mir erstmal hier hin. Ha. Vielleicht kann ich auch so dieses Whiskyglas hier nehmen und einfach aus Versehen zerdeppern. Und es kommt jemand.
den Feigenwein. Und es kommt jemand. Hm. Das ist etwas doof, sag ich mal. Ich habe nämlich gehofft, dass da vielleicht jemand kommt. Aber jetzt bin ich hier oben. Ich habe hier... Ich kann nehmen, vielleicht eine Mine auf den Schädel werfen und da das Chloroform hin. Ich versuche es mal. Ich habe nichts gesehen. Hast du was gesehen? Wir müssen hier Alarm und so. Das hat doch schön geklappt, oder Männer? Jetzt mal ehrlich. Das hat doch schön geklappt, was wir hier versucht oder gemacht haben. Die hier kommen nur alle in den Hinterraum. Deswegen, ich habe mir das Chloroform auch oft gemerkt in Dishonored 2, wo das liegt, weil man damit echt schon schöne Sachen machen kann. Ja, mit den Hakenminen haben wir gerade eben gesehen auch. Zwei Leute zusammengezogen. Hier die zwei zeitgleich mit dem Chloroform ausgeschaltet. Dann war nur noch der Barkeeper über. Und den haben wir uns dann auch noch geschnappt. So. Den brauchen wir später. Da ist die Hakenmine. Also ich habe niemanden gesehen, du? Tada. Mal sehen, ob wir die hier mit aufkriegen. Zerstörbare Tür. Jawohl. Hat doch geklappt, hier freundlich anzuklopfen. Voltaikschuss haben wir von ihr auch wieder gekriegt. Oh, jetzt. Ach, der Tresor ist sogar gar nicht verschlossen. Na, das ist doch schön. Hier haben wir den Schrankschlüssel. Habe ich mir doch so gedacht. Vom feinsten Männer. Ja, die gute Frau. Du kannst mal mitkommen. Ich glaube, der Spectre Club hat heute auch mal etwas früher Schluss. Ja, ist zu. Die Leute wirken irgendwie alle so ein bisschen niedergeschlagen. Aber vom Feinsten. Haben wir es geschafft, jetzt hier komplett den Spectre Club auszuräumen. Nochmal hier 200 mitzunehmen. An Wertgegenständen. Den Bruder, den kann ich von hier oben mal mitnehmen. Und ich bin am Überlegen. Packe ich den vielleicht hier hin und wir gehen über Shanions Haus oder... Ach was, nee. Ich bringe ihn nach unten. Auch dorthin, wo der Barkeeper ist. Weil sowohl Bruder als auch Barkeeper brauchen wir zur Erfüllung unserer Aufträge. So, hier hin. Ja. Schön, schön, schön. Spectre Club relativ leer geräumt. Leute ausgeschaltet. Barkeeper bewusstlos. Zivilist haben wir ohne größere Probleme, sage ich mal. So kann es auch weitergehen. In der nächsten Folge von Dishonored. Ja, da weiß ich noch nicht. Entweder gehen wir schon direkt zum Ivan Jacoby oder nochmal ein bisschen durch die Stadt oder versuchen hier Barkeeper und den Zivilisten wegzubringen. Das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich natürlich mal wieder bei euch fürs Zuschauen und sage mal bis zur nächsten Folge von Dishonored, Death of the Outsider.